Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Merlo mit unseren Oldtimern. Genauso sieht's aus. Wir sind in Folge 37, wenn ich mich nicht täusche. Und ich hatte beim letzten Mal angedeutet, ne, nachdem wir hier die Kühe versorgt haben, hier steht der Unimog auch noch. Wir haben letztes Mal eine Ladung Wasser hingebracht. Hier seht ihr es auch. Oh, ein bisschen Wasser ist drin, Stroh geht, Versorgung ist erstmal da. 99% Produktivität, Sauberkeit 100. Viel mehr können wir nicht machen. Und da habe ich die Idee gehabt, dass wir hier mit unserem freundlichen Zeug hier, nämlich dem Mist, das wir hier haben, vielleicht schon unsere Blumenproduktion ans Laufen kriegen. Ja? Deswegen müssen wir mal gucken, wenn wir jetzt hier auf die Karte gehen. So, die Blumenproduktion müsste hier oben irgendwo mit sein. Weberei, nee, daneben. Irgendwo da, Flower Factory. Die werden wir jetzt mal besuchen. Da sind wir, ne? Die Palettengeschichte müsste aus sein, da ist das Licht auch weg. Hier stehen die fertigen Blumen, wenn sie denn da sind, also wenn wir sie gemacht haben. Ne? Und hier seht ihr, wir brauchen Wasser und Mist. Das ist der ganze Trick. Wenn wir uns das Ganze jetzt in der Global Factory Geschichte hier angucken, dann sehen wir Flower, da haben wir es. Gehen in unsere Übersicht, gehen auf die Produktion und sehen, wir können 20.000 Liter Flower machen. Und wir brauchen, können bis zu 16.000 Liter Mist und 16.000 Liter Wasser hier unterbringen. Das ist doch schon mal ziemlich ordentlich. Wir gucken uns hier mal auf dem Hof um. Hier stehen ein paar leere Kisten. Hier sind Unterstellmöglichkeiten. Hier wären auch theoretisch unsere Schafe, mit denen wir ja noch nicht gearbeitet haben, aber die wir dementsprechend auch noch machen können, weil Schweine hatten wir vom Hof genommen sozusagen. Ne? Hier wäre die Versorgung für die Schafe. Das ist alles da, aber hier ist keine Wasserquelle. Und deswegen werde ich jetzt wieder einmal auf Diverses gehen. Werde hier ganz hinten durchscrollen. Ne, das ist die falsche Richtung. Ist gar nicht unter Diverses, ist unter Dekoratives, glaube ich. Ja, da haben wir es. Und jetzt bin ich beim Hof. Jetzt muss ich irgendwie die Blumengeschichte finden. Die müsste eher in diese Richtung sein. Das ist unsere Imkergeschichte. Ja. Da. So. Jetzt müssen wir gucken, wo stellen wir das Wasser hin. Wir wollen natürlich dann nachher auch die Tiere da noch mit versorgen, wenn wir die Schafgeschichte machen. Hier geht's noch mal auf eine Wiese. So. Ich glaube, ich drehe das mal ein bisschen. Und wir stellen das mal gleich daneben. So. Da haben wir es jetzt hingestellt. Also das ist unsere Wasserversorgung. Ne? Hier steht sie jetzt. Komplett unauffällig, fällt auch gar nicht auf. Wir müssen gleich nochmal auf die Landkarte gucken. Hier hinter wäre auch noch eine Wiese. Denn es sieht mir auch Spaß mal, wie teuer der Wiesenpart hier ist. Der Wiesenpart ist zu teuer für das, was wir momentan an Geld haben. 93.000, das ist auch ganz schön heftig. Die kostet nur 94.000, wirkt aber, als wenn sie größer wäre. Die hier wird wahrscheinlich deswegen teuer sein, weil die Wiese gleich neben den Schafen ist und die natürlich die Schafe gleich mit versorgen kannst, weil das ist das Gatter zur Wiese. Und das hier ist die Wiese. Ne? Also, ja, ne? Versteht ihr, was ich meine? Ist natürlich versorgungstechnisch für die Schafe ein Traum, das Ganze so zu haben. Aber so sieht es halt aus. Ja, und den nächsten Schritt, um die Folge mal dann, ne, falls ihr den Anfang vielleicht nicht ganz mitgekriegt habt, das hier ist dann, ne, da blinkt auf dem Punkt auch, das ist dann unsere Honiggeschichte. Ne, wir wollten ja hier schön Honig machen, deswegen ja auch die Blumen extra, dass die Bienen immer frisch versorgt sind, dass wir die anpflanzen können. Ne, Honigproduktion, da seht ihr es. Dafür brauchen wir auch Flower und dann Wasser. Und dann kommt der Honig mal raus. Das ist der ganze Trick schon. Das sind unsere einfachen kleinen Produktionsketten, die wir haben. Also nichts Aufwendiges. Und wir könnten theoretisch gesehen den ganzen Part auch schon starten. Wir bräuchten dafür den Kollegen hier. Ich mache das jetzt und bereite das jetzt vor,
weil wir haben jetzt noch einen Tag, den wir eigentlich vorspulen wollten, weil unsere Ernte wird, bevor es dunkel wird, eh nicht reif. Ne? Deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, dann machen wir jetzt mal ein bisschen drumherum arbeiten. Wenn wir dann eh vorspulen, kann das ja schon was produzieren. Ne? Das heißt, es kann also gut sein, dass wenn wir jetzt hier am frühen Morgen sind und wir jetzt Wasser und Mist drüber gebracht haben, dass dann eine Runde die Idee kommt, gegen Abend noch mal zu gucken, weil wir müssen auch Tiere sauber machen und dann vielleicht schon die ersten Blumen Richtung Honiggeschichten zu bringen. Ne? Das wäre natürlich dann schon eine witzige Angelegenheit. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Straße ich rein muss. Ich glaube, die hier ist es nicht. Und dann die nächste links. Gucken wir doch gerade mal auf die Minimap. Ne, wäre auch genug. Noch eine weitere. Und dann links. Gut, dass ich geguckt habe. Also die hier ist falsch. Hier müssen wir rein. Ich fahre jetzt mit den leeren Tank hin, weil wie gesagt, Wasser haben wir da gerade hingesetzt. Ich werde jetzt erstmal die Wasserversorgung da dann gestalten. Das ist doch schon mal eine super Idee. So. Hier vorne sind wir nämlich schon auf dem Gelände, so schnell geht's. So super weit weg ist das eigentlich gar nicht. So, hier knacke ich dich ranfahren. Und da sehen wir auch schon, dass die Wassergeschichte auch schon funktioniert. Das hat doch schon mal was, ne? So, Wasser drin. Wir mal gucken, Wassertank ist, glaube ich, hier im hinteren Hälfte. Ja, da ist es. Wasser. Wasser ab. So, da sehen wir auch schon, Wassertank zeigt Wasser an. Wir brauchen jetzt hier nicht super viel reinmachen. Ne? Also es passt 16.000 rein. Wir haben ja nur 3.500 bis 4.000 Liter Mist. Das heißt, wir brauchen nur ein Viertel reinmachen. Das heißt, jetzt machen wir noch eine zweite Ladung Wasser hier fertig. Obwohl, es macht mehr Sinn, hier, glaube ich, doch ein bisschen mehr Wasser reinzumachen. Nicht Wasser aus dem Meer, ne, sondern ne, von der Menge her mehr Wasser aufzufüllen. Dann brauchen wir beim nächsten Mal Mist, wenn wir über Nacht wieder Mist zusammenkriegen, dass da nicht reinhauen. Das geht ja hier relativ zügig. Weil wir ja schön rum können, so. Und warten, bis wir hier wieder mal den Abladepunkt haben, so. Und jetzt haben wir das Ganze nämlich ja schon viertel voll, so schnell geht's. 16.000 Liter gehen ja nur rein. Also das ist nicht die Welt. Und das sind Sachen, die wir dann fix und gut vorbereitet haben. Ich wollte nicht aussteigen, so. Die wir dann fix und gut vorbereitet haben. Kann man ja noch sagen. Fahren. Ich könnte immer schon eine kleine 8 drehen, ne? Das auch was. Vorwärts noch. So. 6.000 Liter. Das ist eine Ladung, wir haben schon die Hälfte drin. Wir sollten also mindestens 10.000 Liter da reinmachen. Weil das war jetzt die Mistproduktion seit Kühe kaufen, das waren jetzt 10, 12 Stunden. Ne, vielleicht auch 13, irgendwie sowas in der Richtung, oder 14. Das heißt, wir machen in einem Tag auf jeden Fall so 6.000 Mist. Brauchen natürlich dementsprechend auch 6.000 Wasser. 4.000 ist jetzt schon die Grundlage für das, was wir jetzt am Mist haben. Wenn jetzt noch ein ganzer Tag da drauf kommt, dann sind wir schon bei 10.000. Und die Nacht dabei sozusagen. Ne? Gucken wir einfach mal. Wie gesagt, das ist ja zum Glück eine schnelle, knackige Aufgabe hier.
Ja, Mist ist auch nicht so super wild. Das ist einfach nur 4 Schaufeln oder 5 Schaufeln Mist in den Hänger schmeißen und hier rüberfahren. Und dann ist die Vorbereitung auch schon erledigt. Aber man kann sie in Ruhe machen, weil man halt jetzt keinen, oh, ich muss das noch und das noch, weil wir eigentlich Vorspulzeit haben. Weil wir haben jetzt die Ernte, die eine Ernte, den einen Tag als Erntetag habe ich abgehakt sozusagen. Den haben wir jetzt rausgenommen, damit ich wieder in einen anderen Rhythmus komme, weil ich wollte das nicht nachziehen. Genau. Weil wir haben eine ganze Zeit im Dunkeln gesehen letztes Mal. Jetzt wisst ihr, wie es im Dunkeln aussieht, dann ist auch gut. Ja. Ja, Schafe, das ist natürlich dann auch nochmal ein Ziel. Ne, wie gesagt, die Versorgung ist hier super einfach zu machen. Den Mähpart, das Ganze aufnehmen, schön. Wir können einen Ballen draus machen. Und da seht ihr, da können wir die Ballen schön unterstellen. Und Wasser haben wir hier direkt. Und wir müssen hier eh ab und zu hin, um die Blumengeschichte hier mit Wasser zu versorgen. Also macht das exakt gar nichts sozusagen für uns. Das kriegen wir dann alles ganz locker hin. Aber wenn der Tankwagen erstmal hier ist und wir alles mit Wasser auffüllt, dann kann er auch seine Schafe versorgen. Knackpunkt ist, wir müssen erstmal sehen, dass wir also mindestens dann eine Wiese vorher noch dazu haben, weil ihr habt ja gemerkt, ne, es wird schon, ja, eng nicht, ne, aber man kann es schon dafür gebrauchen. Wenn wir erstmal Schafe laufen haben hier einige und wenn wir vor allem erstmal die Anzahl der Kühe noch aufstocken, was ja auch noch erstmal das nächste Ziel ist, dass wir die Kühe noch ein bisschen nach oben bringen, weil wir haben jetzt 36. Und so die nächste Zielstufe ist eigentlich, zu gucken, was mit der nächsten Ernte Soja reinkommt. So, das war der vorletzte. Einen machen wir jetzt hier noch. Was mit der nächsten Ernte Soja reinkommt. Weil meine Idee war eigentlich auf 60 Kühe aufzustocken. Im zweiten Schritt. Und dann haben wir schon eine ganz andere Versorgungsgeschichte. Das ist jetzt nicht fast verdoppelt, aber 40% mehr. Heißt auch, wir brauchen überall 40% mehr von. Ne? Da kann es auch sein, dass wir öfter mal eine Runde Stroh oder sowas machen müssen, je nachdem, wie sich das jetzt im Verhältnis gesehen mit dem Einstreuen da verhält. So, das dürfte das letzte Wasser sein. Dann fahren wir erstmal wieder eine Runde nach Hause. Ja, ist oben in voll. Sehr schön. Und nach Hause damit. Ne? So sieht übrigens auch. Da hinten ist unser Wasserschlauch dran. Ganz simple Geschichte. Was wir natürlich auch machen können, da müssen wir auch die Menge gucken, was die Tiere jetzt so produziert haben, weil wir waren auch irgendwie schon bei 1500 Liter Milch oder sowas in der Richtung. Und mal gucken, wo wir einen Platz haben zum Milchverkaufen. Ne? Momentan finanzieren sich die Tiere eher damit, dass sie Mist machen. Und wir können natürlich irgendwann zum Düngen auch Gülle nehmen, wenn sich da gut was angesammelt hat. Da wir natürlich auch gut Gülle produzieren. Aber da braucht ein Feld auch schon einiges, deswegen müssen wir mal gucken, was da so läuft. So, was wir natürlich auch noch machen müssten, damit wir das auch nicht im Dunkeln machen müssen, ist noch mehr Wasser transportieren. Und zwar oben zur Honiggeschichte. Wie viel Wasser das gute Stück da oben braucht, weiß ich nicht. Ich werde jetzt wieder den Bogen hier standardmäßig fahren und den Tank wieder volllaufen lassen, wie sich das gehört. So, volllaufen lassen. Das sieht doch schon mal gut aus. So, abkuppeln. Richtig. Jetzt schnappen wir uns unseren Hänger, der vorne steht. Fahren Richtung Mist und dann werden wir uns erstmal den kompletten Mistpart gönnen, der da ist. So sieht das aus. Sehr schön. Ich fahre hier einmal rum. Das
soll's, ne, was ich so will. Ein schöner, ruhiger Vorbereitungstag. Das hat doch mal was. Panik aufkommen lassen und nichts. Sehr schön. Ich weiß, das ist ein bisschen weit weg, aber ich lasse ihn trotzdem hier mal stehen. Oh, den müssen wir auch noch. Ja, das müssen wir auch noch machen. Wir müssen auch noch den Fendt holen und sauber machen und reparieren. Weil die müssen natürlich relativ viel tun. Und deswegen wäre es besser. Ich kann auch bei den Kühen mal die Tür zu machen. Das mache ich sogar zuerst, bevor ich das schon wieder vergesse hier. So, ihr seid erstmal versorgt, ne? Und Mädels, alles klar hier? Ah, siehst du. Ne, Belüftung und sowas ist ja alles da. So. Ne, und wenn euch warm ist, dann geht ihr hier schön in den Schatten. So habe ich mir das gedacht. So, da haben wir schon die erste Schaufel Mist. Das heißt, damit geht die Produktion dann auf jeden Fall drüben schon mal los. Aber da sollte mehr sein. So, bin ich jetzt so über dem Hänger. Sieht so aus, sehr schön. Ja, Gülleabnahme haben wir gleich daneben, seht ihr. Zweite Schaufel Mist. Die dritte sollte auf jeden Fall auch noch voll werden. Ob die vierte voll noch voll wird, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall schon mal fast 25% bei der Produktion. Nächstes Mal sollte ich den Winkel vielleicht ein Tickchen anders wählen, aber ja, so ist das halt. Ne? Kann ich immer alles haben. So. Schaufel hier noch rein. Und mal gucken, was die jetzt in der Zwischenzeit Schönes produziert haben. Ob das der Mist verschwindet oder ob das schon wieder einen Tick dazugekommen ist. So, ne, es ist keine komplette, aber ihr seht, Fläche ist sauber, also mehr Mist können wir jetzt momentan nicht mitnehmen. So. Das läuft doch schon mal super. Stellen hier mal wieder runter Richtung Silage ab. So. Motor aus. Einmal um die Ecke flitzen. Starten. Ja, wie gesagt, ein bisschen Vorbereitung haben wir noch. Wir müssen noch den Fendt holen auf jeden Fall. Vielleicht noch eine Runde sauber machen, müssen wir mal gucken. Und reparieren. Und dann sollten wir vielleicht auch noch bei der Honiggeschichte wegen Wasser gucken. Vielleicht stellen wir auch da auch relativ dicht dran nochmal nochmal ein Wasserbehälter. Ja. Da sind ja auch noch andere Sachen, die da versorgt werden könnten. Deswegen gucken wir da mal. So, ja, Vorteil einer kleinen Karte, ne? Man ist überall relativ fix. Der Weg hier ist es nicht, sondern ein weiter. Alles kurze Verbindung hier. Ich bin wieder mal in den Kurven viel zu schnell, aber das ist halt nur so. Aber wir kriegen das hin. So, gleich da. Dann haben wir die Mistversorgung auch schon mal. Oh, da ist ein Blumenpart über den Haufen fahren hier. Wir sind ja auch für Blumen hier. Oh, schön. Schön verkeilt reingefahren.
So, und den Mist raus. Und damit seht ihr auf einmal plötzlich innen drin Blumen aufkommen. Das gucken wir uns jetzt gleich mal genau an. Ich werde hier einmal, genau, hier einmal aussteigen. Wir latschen einmal rum. Jetzt ist die Tür nämlich auf. Und jetzt seht ihr, es sind hier Blumen. Verschiedene Sorten Blumen. Die sind schön mit Wasser versorgt, mit allem drum und dran. Ne? Und hier seht ihr auch schon, hier werden auch schon die ersten Blumen produziert. 14,1 Liter Blumen. Und diese Paletten werden wir mit unserem Palettenwagen abholen, werden unsere Palettengabel noch kaufen müssen und dann werden wir das Ganze rüberbringen. Von der Literanzahl her weiß ich gar nicht, ich glaube, geht 2000 Liter drauf auf so eine Geschichte. Mal sehen, wie viele Blumen es denn produziert, wenn wir hier mal so ein bisschen vorgespult haben. Ne? Ihr seht hier, Produktion läuft. Wir werden auf jeden Fall, bevor es Nacht wird, hier nochmal Mist nachliefern müssen. Das ist aber ja auch kein Problem. Und dann läuft der ganze Spaß. Schöne runde Blumen. So muss das sein. Ne, ich meine, hier gibt es eine ganze Menge Blumen, aber wir können das Ganze ja noch durch ein paar Sorten ein bisschen unterstützen, um damit auch die Qualität und Art des Honigs ein bisschen zu beeinflussen, den wir produzieren wollen. Ne? Deswegen machen wir den ganzen Spaß. So, wir fahren jetzt mit ihm wieder zurück und dann schauen wir uns mal den ganzen Spaß an, den wir so haben. Heißt also, wie gesagt, wir müssen können noch eine Wasserversorgung aufbauen für den Honigbereich. Wir können uns mal angucken, was da für Mengen und sowas reingehen, was da machbar ist. Und wir müssen den Fend auf jeden Fall noch machen. Und dann sind wir schon im Prinzip dabei, den Tag vorzuspulen, um zu gucken, wann wir Tiere sauber machen müssen und sowas in der Richtung. Dann geht es mal so einen Versorgungstag. Ja, und am nächsten Morgen geht es dann wieder in die Ernten. So simpel ist das dann. So, wie üblich lasse ich ihn jetzt hier stehen, weil ihr ahnt es bestimmt. Genau, wir sind am Ende der Folge für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen. Ach, gelogen. Wir sagen gleich morgen. Das ist mal der Reflex, den ich immer bringe. Ne? Wer kennt den Spruch ja schon seit einigen hundert, fast tausend Folgen, nämlich bei Mods und Co. Hier haben wir ein bisschen anders Rhythmus, deswegen sage ich jetzt mal bis zum nächsten Mal.